Hallo zusammen. Wir wollen versuchen, nun die Wurzel aus 1,28 zu ziehen. Partiell, teilweise, ganz geht es nicht. Wenn du das mit dem Taschenrechner ausrechnest, wirst du auf eine Dezimalzahl stoßen. Partiell, teilweise geht es aber gut. Die Frage ist nur, wie machen wir das mit dem Komma? Indem wir das Komma am Anfang ganz einfach ignorieren und uns überlegen, hier steht 128. Welche Quadratzahl ist in 128 enthalten? Quadratzahlen sind jene Zahlen, aus denen du die Wurzel gut ziehen kannst. Das wissen wir schon. Wenn wir genau schauen und überlegen, werden wir erkennen, aha, es ist 64 ist in 128 enthalten. Wenn man ein wenig überlegt und sich die Zahlen aufschreibt, erkennt man das, glaube ich, ganz gut. Das heißt, in 128 ist die Quadratzahl 64 enthalten. Wir haben aber nicht 128, sondern 1,28, zwei Kommastellen. Somit machen wir ganz einfach bei 64 auch zwei Kommastellen. Schaut folgendermaßen aus und ich erkläre es auch gleich noch einmal. 2 mal 0,64. Okay? 1,28 zerlegen wir in ein Produkt aus der Zahl 2 und der Zahl 0,64. Jetzt wirst du sagen, weiß ich aber nicht ganz genau, ob das stimmt, kein Problem. Wir rechnen schnell die Probe. Wir rechnen uns diese Multiplikation ganz einfach aus. Das heißt, wir rechnen 0,64 mal 2, Nebenrechnung. 2 mal 4 ist 8, 2 mal 6 ist 12, bleibt 1, 2 mal 0 ist 0 und 1 ist 1 bei der Multiplikation. So viele Kommastellen, wie du in der Angabe insgesamt hast, brauchst du auch im Ergebnis. Wir haben in der Angabe zwei Kommastellen, somit hat unser Ergebnis auch zwei Kommastellen. Und wir haben schon, das Ergebnis lautet 1,28, so wie hier auch. Somit stimmt das, was wir geschrieben haben. Wir können 1,28 umwandeln in 2 mal 0,64. Erster Schritt erledigt. Zweiter Schritt, ich behaupte, wir können die Wurzel aus 0,64 ganz leicht ziehen, weil wir auch die Wurzel aus 64 ziehen können. Ich schreibe es einmal auf, meine Überlegung, und erkläre es auch gleich. Die Wurzel aus 0,64 ist 0,8. Wir überprüfen das Ganze. Folgende Überlegung. Wir wissen, die Wurzel aus 16 ist 4. Warum? Weil 4 mal 4 16 ist. Wir wissen, die Wurzel aus 36 ist 6. Weil 6 mal 6 36 ergibt. Wir wissen, die Wurzel aus 49 ist 7, weil 7 mal 7 49 ist. Wir wissen, die Wurzel aus 64 ist 8, weil 8 mal 8 64 ergibt. Wir wissen, die Wurzel aus 0,64 ist 0,8, weil 0,8 mal 0,8 0,64 ergibt. Und das überprüfen wir, ob das stimmt. Das heißt, wieder Nebenrechnung 0,8 mal 0,8 müsste 0,64 ergeben. Kann man die 0 gut sehen? Ich ziehe es noch einmal nach. Strich drunter.
Und los geht's. Wir multiplizieren nicht mit 0, das wissen wir. Wir beginnen mit der 8 bei der Multiplikation. 8 mal 8 ist 64, bleibt uns 6 übrig. 8 mal 0 ist 0 und 6 ist 6. So viele Kommastellen, wie wir in der Angabe insgesamt haben, 1, 2 Kommastellen insgesamt, brauchen wir auch im Ergebnis 1, 2, dann kommt hier das Komma her und vor dem Komma steht ein Nuller. Somit haben wir gezeigt, 0,8 mal 0,8 ergibt 0,64 und somit können wir auch sagen, die Wurzel aus 0,64 ergibt 0,8. Wurzel gezogen, somit steht 0,8 vor der Wurzel und der Zweier bleibt unter der Wurzel ganz einfach stehen, weil wir als 2 nicht mehr die Wurzel ziehen können. Die Wurzel aus 1,28 ergibt partiell, teilweise gezogen, 0,8 mal Wurzel aus 2. Überprüf bitte das auch mit dem Taschenrechner, ob das stimmt. Gib diesen Wert ein. Gib diesen Wert ein und du wirst erkennen, du hast dasselbe Ergebnis. Alles klar?